Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe Unravel 2 im Stream gespielt und habe euch jetzt hier ein paar Folgen rausgeschnitten. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Let's Play und viel mehr sage ich gar nicht. Lasst uns einfach Unravel 2 genießen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kapitel 1, zu den Ufern, in dem wir alles verlieren, aber wieder von vorn beginnen. Es geht ja direkt los. Das für ein komischer Cut. Oha, das Bild sieht ein bisschen grisselig aus, aber ich glaube, das muss so. Ich habe auf jeden Fall die beste Auflösung und alles gewählt. Und wir sind im Spiel und, hallo YouTube, falls das auf YouTube kommt. Hallo? Wir sind auf jeden Fall das rote Männchen. Und das blaue. Er ist mit mir verschmolzen. Ja, und jetzt? Wir sind miteinander verschmolzen. Trage ihn. Oha, okay. Tutorial. Ich weiß übrigens von der Story nicht mehr, als ihr jetzt gerade auch gesehen habt. Und ich habe Unravel, also den ersten Teil, auch nicht gespielt. Die Schnur zwischen uns ist aber ganz schön lang. Cool. Wie habe ich vorhin gesagt, das Spiel hat ungefähr eine Spielzeit von 5 Stunden. Bei mir wären es 10.
ist das denn jetzt für ein Kack hier? Ich möchte doch nur hier hoch. Wenn ich dort oben bin, kommt der Speedrun. War ein letztes Spiel, was spielen wir jetzt? Ja, so fühle ich mich gerade. Es ist ja noch schlimmer als Little Nightmares. Ich will hier einfach nur hoch. Was ist denn B eigentlich? Was macht B denn? Nichts. Ja, wir müssen dort hoch, ich weiß, aber dann geh halt. Was? Was? Oh nein, ist das peinlich. Hä? Das ist Zeitlupe. Ist aber nicht so viel langsamer. Ich will hier hoch, also... wir verraten das YouTube auch nicht. So ein übelst offensichtlicher Schnitt. Ist nichts passiert. Dein Ernst? Hallo Nina, du hast gar nichts verpasst. Ich bin hier super schnell durchgekommen. Okay, jetzt haben wir Zeitlupe und nu? Nützt uns nichts. Schön ist es ja trotzdem. Ich sehe alles. Nein. Guck mal, hier sind ganz viele von uns drin. Oh nein. Ich kann das? Oh nein, ich muss Freunde in Herausforderungsleveln retten. Ich habe keine Freunde. Das ist ja traurig. Oh nein, Linchen. Bin froh, dass ich endlich in 60 FPS streamen kann. Dann macht's dein Internet nicht mit. Das ist doof. Hallo! Ich soll Hallo sagen. Hallo! Rechts ist hinsetzen. Nach oben ist applaudieren. Und nach unten... Soll das Lachen sein oder soll das eher Verzweiflung sein? Nichts für Mutter, aber wir sehen uns dann morgen bei Susi. Bis morgen, Linchen. Lies was Schönes oder so. Vielleicht kannst du es ja dann auf YouTube gucken. Wenn es auf YouTube irgendwann ist.
Aber ich kenne das mit dem Internet. Teilweise funktioniert das bei mir dann auch nicht. Und dadurch, dass ich halt weder Affiliate noch Partner bin, kann man meine Auflösung halt nicht runterregeln. I'm sorry. Was? Du hast uns? Wir sind deine Freunde. Ja, aber dann braucht jemand von euch das Spiel, damit wir Herausforderungslevels machen können, damit ich dann mein Aussehen ändern kann. Sehr gern grün, aber ich weiß nicht, ob man grün sein kann. Oder ob man nur so die Augen und so ändern kann. Oh, Susi, das erinnert mich an was. War was. Crepes. Oh. Ja, mein Lasso. Ich habe immer Angst, wenn ich im Tutorial zu unaufmerksam bin. Dass ich dann nicht weiß, wie ich an manchen Stellen weiterkomme, weil ich die Steuerung vielleicht nicht ganz verstanden habe. Okay, warte mal, ich muss das Lasso länger lassen. Huch! Ich weiß nicht, was du meinst. Aber schade. Ich hab's sehr gut in Erinnerung. Oh, das war nicht gut. Ja. Okay, wir müssen nicht ganz vor. Denk an das Moos. Ohne Moos ist nichts los. Ich bin gespannt, was für... Nein! Was für Herausforderungen uns hier in diesem Spiel begegnen werden. Hört ihr das Spiel eigentlich gut? Oder... Muss ich das lauter oder leiser machen? Autsch, ja. Nein, das... Guck mal, der guckt schon ganz betroppelt. Hallo Norman! Was zum Henker ist? Müdi-müd? Ich bin müdi-müd. Ich bin ein bisschen K.O. Aber ich glaube, es geht vielen... So, die Woche mit dem Wetter ist mal ein bisschen müde. Aber schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, wieso? Ganz knapp. Ich komme mal nicht in den Radius. Ist ja auch nass. Ja. Nass bin, gucke ich auch immer so. Jetzt. Wolle wird so schlecht wieder trocken. Ja, und wenn der so eingewickelt ist, dann fängt es an, dass wenn die Wolle drin nass ist, dann müffelt es irgendwann. Nächste Woche wird besser. Ja, auf jeden Fall Sonntag und Montag soll gut werden. Danach schon wieder schlechter, ne? Easy first try. Ja, wir haben ja gehört, Julia meinte, wir schneiden einfach alles raus, was zu lange dauert.
Das merken die schon nicht auf YouTube. Aber ich muss sagen, mir gefällt das, dass die Umgebung so realistisch. Also es ist ja, es ist animiert, aber es sieht sehr realistisch aus. Und ich finde es cool, dass wir hier so ein kleines Mannekicken sind. Was animiert, also halt eindeutig animiert ist, aber in so einer realen Welt. So, wisst ihr, was ich meine? Oh. Du kannst zwischen den Charakteren wechseln, wenn du das Lasso benutzt. Was? What? Und jetzt? Ach so. Nicht alleine weitergehen? Wie krieg ich... Okay. Sorry, Brainlag. So. So. Das war ein schönes Spiel mit einem traumhaften Soundtrack. Bisher gefällt es mir auch. Es ist wirklich sehr entspannt vor allem. Das Spiel schaut schon echt hübsch aus. Ja, finde ich auch. Ich dusche erstmal, macht keinen Unsinn. Heute nicht. Heute sind wir mal vernünftig. Woher weißt du das? Vielleicht rennen wirklich so kleine Wollpüppchen herum und da kommt der Staub. Oh, das ist ja voll die schöne Vorstellung, Nina. Ich darf dir wieder putzen. Sonst mache ich ja die kleinen Männchen weg. Unter meinem Bett. Du kannst nach oben durch dünne Objekte hindurchspringen. Nee, das ist also dünn. Ah, oh Gott, ich kann mir das mit der Steuerung doch nicht alles merken. Auf Oberflächen mit Pfeilmuster kannst du klettern. Das sieht ja cool aus. So, ein bisschen wie Ori. Speedrun. Oh. Schafft. Drücke X an einen Befestigungspunkt, um einen Knoten zu knüpfen. Zwischen Befestigungspunkten können Brücken gespannt werden. Tipp an einer beliebigen Stelle auf B, um den letzten Knoten zu lösen. Oh, haben die sich gerade umarmt? Beste Begründung, um nicht mehr zu putzen. Ja, und ich habe das schriftlich von dir. Du hast gesagt, eventuell sind das alles ja solche süßen Knuffi-Mäusis. Kann ich doch nicht wegputzen.
Für jeden Abschnitt gibt es 3 Hinweise. Jeder Hinweis bietet mehr Informationen als der vorherige. Du kannst durch die Hinweise zurückblättern oder auf LB tippen, um sie zu schließen. Du kannst die Hilfe ein- und ausschalten. Okay. Das heißt ja wohl, dass es ein bisschen schwieriger wird, oder? Wenn wir hier sogar Hinweise bekommen. Guck mal. Welche Taste war das? Ah, nee, wir müssen. Ich komme ja jetzt schon durcheinander. Der Steuerung. Komm zu mir, wir müssen eins sein. Oh. So. Ja, wir jubeln. Weil wir das gemacht haben. Ja klar. Oh nein. Jetzt kommt er nicht mehr hoch, oder? Mist. Okay. Also, wir machen hier eine Brücke. Jetzt machst du das fest. Du machst das fest. Oh, es ist ja, das ist ein bisschen kompliziert. So. Muss ich sagen. So, jetzt können wir die Brücke wieder abreißen und wir sind wieder eins. Ich glaube, zu zweit wäre es leichter. Ja, eventuell. Ich dachte ja, dass das dann vielleicht ein Computer für mich die zweite Figur spielt. Aber ich muss ja wirklich beide spielen. So, wir sind erstmal wieder eins. Wir werden nicht sterben in dem Spiel. Es ist ein bisschen viel Steuerung, was ich mir gerade merken muss.
müssen ein bisschen runter. Ein bisschen weiter. Ich muss LT loslassen. Wow, der hat mich aber ganz schön hier rumgeschmissen. Wie kommst denn du jetzt hier rüber? Ach so. Einfach. Nicht. Es ist gut, dass ihr mich nicht seht. Ich sitze nämlich hier und guck, wie... Also komisch gucke ich. Weil ich das hier alles... mir irgendwie... merken muss. Hä? Oh. Kann ich so weit springen? Das ist ja ganz schön. Hä? Ich hab doch dort oben aber nichts. Ach so. Wir müssen wieder an uns selbst schwingen. Nicht so doll! So. Jetzt. Nein! Autsch. Aber ich brauche doch meinen Kumpel. Dagegen klatscht. Oh. Juhu. Er ist geschafft. Applaus. Ist das eigentlich schon das erste Level oder noch Tutorial? Weiß ich nicht. Haben wir jetzt hier vielleicht doch was? Oh. Einen anderen Kopf. Grün und lila. Oh, jetzt sind wir ein bisschen wieder Boden. Aber ich mag grün. Oh nein, ich hätte schwingen müssen. Nee, grün ist eigentlich, ist grün ein bisschen doof, weil... Machen wir quietscherot. Quietscherot und hellblau. So.